Yay, es gibt was Neues von Serious Mods. Einen kleinen, schönen, süßen Tröpfler, den Vega RDA oder Squonker oder DL oder MTL. Das alles auf einmal, das geht doch wirklich nicht, oder doch? Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Vega RDA aus dem Hause Serious Mods. Ah, ich liebe ja meinen Speaker. Mein Speaker ist ja jetzt schon seit er hier ist irgendwie in Dauergebrauch. Das ist ja irgendwie so das MTL-Ding, was ich halt für ganz strengen Zug sehr, sehr, sehr genieße und was mir halt viel Spaß macht. Als der Vega hier ankam, habe ich erstmal gedacht, heili, holy moly. Erstmal, wir sind im höheren Preissegment, wir sind bei 129 Euro. Wir haben ganz viel Zubehör mit dabei und wir haben ein Gerät, was sich in alle möglichen Richtungen umbauen lässt. Also wir können damit MTL machen, wir können DL machen, wir können es optisch anpassen. Wir haben fünf Drip-Tipps mit dabei. Jo, macht euch gefasst auf ein kleines Puzzle-Video. Wir werden versuchen, oder ich werde versuchen, das alles in verschiedenen Kombinationen zusammenzubauen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal schnell runter auf den Tisch, sonst wird das hier heute zu lang. Also sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und Geschmackstest und heute auch wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir die Verpackung des Vega RDA von Serious Mods in diesem schönen Karton. Auf der Rückseite nochmal so ein paar Warnungen. Ja, und wenn wir das Ganze hier aufklappen, finden wir im Inneren natürlich hier unseren Vega RDA in der Mitte und rundherum hier noch das reichhaltige Zubehör. Das ist wirklich außergewöhnlich viel. Es sind einmal fünf Drip-Tipps, die mitkommen. Eins ist verbaut und dann die schauen wir uns gerne nochmal genauer an hier. Die vier Stück, die hier nochmal drumherum im Schaumstoff stecken. Wir haben hier verschiedene Airflow-Schrauben hier mit dabei. Wir haben nochmal einen zusätzlichen Peak-Insulator für den normalen Dripping-Mode und Open Draw. Genau dasselbe auch für, das hier ist der positive Pluspol, der auch nochmal weiter offen ist mit 3 mm. Schauen wir gleich nochmal genauer hin. Wir haben nochmal eine andere Top-Cap hier und auch nochmal eine andere Kappe, die man oben drauf machen kann. Also ganz viel Zeug. Und wenn wir den Schaumstoff hier rausnehmen, finden wir hier erstmal die Benutzeranleitung und dann noch zwei Zubehörtütchen. Da ist einmal klassisch die ganzen Ohrringe nochmal als Ersatzteil und der Pluspol-Insulator hier auch nochmal. Und dann zwei Allen-Keys in verschiedenen Größen und auch nochmal eine Ersatzschraube. Gut, dann starten wir doch einfach mal das Ganze mit den Spezifikationen. Wir haben einen Durchmesser von 22 mm und auch eine Gesamthöhe von 22 mm ohne Drip-Tip. Wir haben hier 304er Edelstahl, wir haben POM, wir haben PEEK, wir haben PAY, wir haben also ziemlich viele verschiedene Stoffe, die jetzt hier verwendet wurden. Und wir fangen beim oberen Bereich an. Wir haben hier einen klassischen 510er Anschluss, wo ihr euer Drip-Tip reinstecken könnt. Da passen natürlich auch andere drauf. Also ihr seid jetzt nicht angewiesen auf die, die mitkommen, aber auch da habt ihr natürlich einiges an Auswahl. Dann haben wir hier oben diese Top-Cap, die nochmal austauschbar ist. Da könnt ihr einfach hier so ein bisschen drunter greifen am besten. Dann kann man diese abnehmen. Die kann man dann austauschen. Entweder gegen diese schwarze hier, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen anderes Aussehen zu verleiben. Das passt vielleicht dann auch ganz gut mit dem schwarzen Shield, was dann auch mitkommt. Dann könnt ihr euch das Gerät komplett halt in schwarz umbauen, wenn ihr wollt. Dann gibt es, und das ist für DL vielleicht ganz interessant, diese Aufsätze hier dann in ganz weit offen, auch wieder aus Kunststoff. Und das dann halt nochmal in verschiedenen Größen und Durchmessern. Also auch da kann man wieder, sag ich mal, den Zugwiderstand und den Geschmack natürlich so ein bisschen anpassen. Also damit können wir das Ganze hier oben oberen Bereich schon mal sehr individuell anpassen. Dann habt ihr ja schon gesehen, hier auf beiden Seiten unsere Airflow-Löcher. Hier können wir durchdrehen, die Airflow einstellen. Ihr seht, da im hinteren Bereich verändert sich was. Das sehen wir gleich noch, wenn wir die Top-Cap auseinandernehmen. Dahinter sind nämlich so Luftkanäle, die dann dafür sorgen, dass wir hier einen höheren oder niedrigeren Luftwiderstand haben beim Ziehen. Und wir haben hier im unteren Bereich natürlich unseren 510er-Anschluss. Wenn das Gerät kommt, ist hier ein Squonking-Pin verbaut. Wir sehen hier die Seriennummer und ja, wer es hergestellt hat, die üblichen Kennzeichen. Gut, nehmen wir die Top-Cap mal ab. Dann haben wir hier natürlich unser Wickeldeck. Schauen wir uns gleich ganz genau an.
Und haben hier im Inneren der Top Cap unsere Airflow-Einstellung. Die kann ich hier einfach rausziehen. Die ist hier nur reingesteckt. Dann seht ihr hier auch mal die Top Cap. Ist von der Bauweise genau dasselbe wie das schwarze. Also diesen Einsatz könnt ihr natürlich auch neben dann hier einbauen. Dann bekommt ihr halt hier so eine schwarze Optik. Sieht auch sehr schön aus, gerade dadurch, dass man hier jetzt auch das Ganze miteinander so ein bisschen mischen kann. Und hier könnt ihr dann auch schon sehen, wie die Airflow funktioniert. Wir haben nämlich hier diese Kanäle, die hier reingefräst wurden. Und dadurch, dass wir dann das Ganze verdrehen, stellen wir hier dann im Bereich der seitlichen Öffnung in der Kappe jeweils dann auch den Zugwiderstand ein, weil wir hier dann mehr oder weniger von diesem Kanal halt freigeben. Das einfach mal im Kopf behalten, weil das sorgt auch dafür, dass das Gerät auch beim Hinlegen in der Regel nicht auslaufen kann, weil die Luftkanäle hier komplett auch nochmal getrennt sind von dem Bereich, wo das Liquid herkommt. Weil durch diese untere Öffnung kommt dann die Luft hier seitlich hier in unsere Airflow-Kanäle, die natürlich dann unter der Wicklung liegen. Und hier können wir halt dann auch nochmal begrenzen, in welcher Art die Luft dann von unten auf unsere Wicklung trifft. Das geht dann von ganz offen natürlich oder halt auch in Verwendung mit verschiedenen Schrauben, die wir hier einbauen können. Für den MTL-Modus kommen dann hier diese beiden Sternschräumchen mit. Der eine hat dann halt hier drei kleine Öffnungen und die halt hier diese Sternöffnungen, die dann dafür sorgen. Oder hier mal mit der anderen Schraube. Dann habt ihr hier halt eine andere Luftcharakteristik unter der Wicklung und dadurch auch wieder ein anderes Geschmackserlebnis. Das hat beim Speaker schon sehr gut funktioniert und damit seid ihr hier sehr variabel. Ja, und beide Schrauben sind auch fürs Konking geeignet. Das seht ihr hier an der seitlichen Öffnung, die die haben. Die sind also nicht geschlossen, sind also für MTL und fürs Konking entsprechend vorgesehen. Dann kommt als dritte Schraube noch diese hier mit. Die ist dann für offeneren Zugwiderstand geeignet. Wenn wir diese also jetzt hier verbauen, ich zeige es auch mal kurz. Dann bleibt halt die Öffnung unter der Wicklung entsprechend komplett geöffnet, so wie ihr das jetzt hier seht. Die ist halt ein bisschen kürzer als die anderen Schrauben und sorgt halt dann dafür, dass die Luftkanäle von außen bis nach oben hier halt keinen Widerstand mehr haben. Und dann könnt ihr halt über die äußere Airflow natürlich den Zugwiderstand einstellen. Das hier ist schon relativ weit offen. Da sind wir bei 2,5 mm und wenn das euch noch nicht reicht, dann gibt es hier noch diesen Open Draw Pole. Da sind wir jetzt bei 2,5 mm. Und dann kommt hier nochmal der Open Draw Pole mit, der mit 3 mm hier nochmal weiter offen halt ist. Ja, und die vierte Schraube ist dann halt komplett geschlossen. Einmal gibt es halt das Ganze hier dann für Open Draw als Conking oder halt auch als geschlossenen Pin, wenn ihr das Ganze nur als Dripper nutzen wollt. Also ihr seht schon, von der Airflow-Gestaltung her haben wir ja sehr, sehr viel Variabilität. Kommen wir mal zum Wickeldeck. Hier haben wir klassisch zwei Pfosten. Wir haben große Schrauben. Wir haben an den Seiten von den Schrauben hier diese Begrenzung, sodass der Draht sich da wunderbar einklemmt. Hier solltet ihr mit keinen Drahtgrößen Probleme haben. Wir haben relativ weiten Abstand hier. Da müsst ihr so ein bisschen gucken mit euren MTL-Wicklungen, dass er die diagonal macht. Und wir haben jetzt hier mit der Skronka-Variante eine sehr, sehr lustige Führung auch für die Liquid-Versorgung. Ihr seht hier im Deck an den Seiten diese kleinen Löcher. Davon haben wir insgesamt 4 Stück. Und durch diese kommt dann, wenn ihr auf die Skonka-Flasche drückt, auch das Liquid zu eurer Wicklung. Ich zeige euch das hier mal eben kurz. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten auf die Flasche drücke, dann kommt das Liquid halt entsprechend hier aus diesen Löchern raus. Finde ich sehr lustig gelöst, das Ganze. Und wir sind bei diesen Liquid-Kanälen, die dafür sorgen, dass das Liquid dahinter kommt, auch komplett getrennt von unserer Airflow. Das heißt, hier seid ihr sehr, sehr luxuriös unterwegs, habt nicht das Problem, dass da irgendwie Liquid in die Airflow oder so reingepresst werden kann. Wir haben also hier zwei Kanalsysteme, sage ich mal, einmal für die Airflow und einmal für die Liquid-Zufuhr. Wie funktioniert das Ganze? Um euch das zu zeigen, zerlegen wir den nochmal eben kurz. Ich drehe nochmal den Pluspol hier raus. Sobald ich die Pluspol-Schraube ausgedreht habe, kann ich hier den Pluspol-Teil vorsichtig anheben und dann kann man dieses komplette innere Teil hier rausnehmen. Das besteht zum einen aus dem Peak-Isolator hier, wo unser Pluspol halt drin sitzt. Da haben wir ja zwei verschiedene Varianten. Hatte ich ja eben schon gezeigt. Also wenn ihr da unter der Wicklung nochmal so ein bisschen mehr Durchmesser haben wollt, könnt ihr zwischen 3 und 2,5 mm wählen. Und jetzt kommt der interessante Teil. Wir haben jetzt hier auf der einen Seite natürlich die Airflow-Öffnung. Und ihr seht hier an der Seite diese kleinen Kanäle mit den Löchern. Da, wenn ihr euch erinnert, kam eben das Liquid im Inneren raus. Also wir haben hier an der Seite nochmal so Liquid-Kanäle. Und ihr seht dann hier im unteren Bereich, dass hier das Liquid halt seitlich in diese Kanäle dann einströmt, hier durch diesen Kanal dann weiterfließt und dann hier halt zu diesen 4 Liquid-Löchern geführt wird. Also eine coole Geschichte. Das ist auf jeden Fall, da steckt so ein bisschen Hirnschmalz drin.
Und damit sind halt die Liquid-Kanäle komplett getrennt von den Airflow-Kanälen. Coole Geschichte. Und als letzte Ausbaumöglichkeit zeige ich euch dann jetzt noch den Dripping-Mode. Dafür haben wir hier nochmal einen anderen Isolator, der da mitkommt. Als erstes bauen wir wieder den Minuspol rein. Der wird hier einfach reingesteckt. Das Ganze geht hier nur in einer Richtung vernünftig. Wenn ihr ihn jetzt so rum einbaut, seht ihr, dass das hier auch gut abschließt. Das ist richtig. Wenn ich es jetzt andersrum drehen würde und reinstecken würde, würdet ihr sehen, hier ist wesentlich mehr Platz. Der ist nämlich hier schmaler als diese Öffnung. Das wäre dann die falsche. Also bauen wir den hier richtig rein. Und in dieser Ausbaustufe habt ihr dann seitlich natürlich hier wesentlich mehr Platz. Wenn man drippt, ja, eigentlich recht interessant, damit man mehr Liquid auch dann im Verdampfer hat. Und habt dann jetzt hier entsprechend noch die große DL-Öffnung, wenn ihr wollt. Oder halt auch da könnt ihr natürlich die MTL-Schrauben verwenden. Also Dripping Mode wäre dann hier mit dem Isolator und halt so entsprechend zusammengebaut. Gut, dann konfektionieren wir ihn aber so, wie ich ihn heute jetzt mal testen möchte. Wir sind hier so variabel, es kann sich jetzt jeder so anpassen, wie er es haben möchte. Ich möchte es quonken und ich möchte MTL machen. Also schnappen wir uns wieder den Minuspol und das Peak-Teil und stecken das Ganze hier erstmal wieder ein bisschen zusammen, sodass das gut sitzt. Dann schnappe ich mir den 2,5 mm Pluspol und setze den als nächstes hier rein. Ich nehme jetzt die Stern-MTL-Schraube hier mit der Squonking-Funktion und packe sie rein. Und dann drehe ich das Ganze hier mit dem Allen-Key fest. So, dann packen wir das Ganze mal hier auf den Squonker. Wicklung machen wir heute aus dem Wendiwabe Superfine MTL Fused Kleppenwire. Machen wir einfach mal ein paar Windungen hier auf 2,5 mm. Schön unordentlich. Wir haben hier 2 mm Schrauben in den Post-Screws drin. Die sind relativ groß. Da wird, glaube ich, nicht jeder Werkzeug für haben, aber kommen entsprechend die Allen-Keys natürlich mit. Und wenn wir jetzt hier bei 2 mm Durchmesser sind, dann passt die Wicklung auch eigentlich von der Größe hier relativ gut rein. Könnt natürlich auch mit kleineren Coils oder auch mit Runddrähten hier natürlich arbeiten. Da seid ihr völlig frei. Auf jeden Fall landet der Draht hier sicher da, wo er hin soll. Der springt da auch nicht raus. Wir haben auch genug Abstand hier beim Abkneifen. Ich glaube, da sind wir ganz stressfrei unterwegs. Machen die Wicklung noch mal ein bisschen hübsch hier. So, dass es auch schön in der Mitte sitzt. Gut, dann glühen wir das Ganze jetzt mal vorsichtig hier raus. Ich gebe mal ein bisschen Gas, sodass das Ganze hier anfängt zu glühen. Packen wir die Wicklung noch so ein bisschen zusammen. Das schaut so schon mal ganz gut aus. Können wir, glaube ich, so lassen. Dann schnappe ich mir jetzt hier noch ein bisschen Mojiwatte, packe die in die Wicklung. Viel brauchen wir hier nicht. Das ist ein 22 mm Gerät. Und dann packen wir die Watte hier schön nach unten in die Kanäle. Ja, dann können wir jetzt das erste Mal squonken. Mal gucken, ob das Liquid auch ankommt, wo es hin soll. Und ihr seht schon hier, das funktioniert wunderbar, kommt aus den Löchern, findet dann Weg dann hier zur Watte. Wir unterstützen den Prozess hier noch ein bisschen und machen das hier oben auch schon mal nass. Machen wir die Wicklung dabei mal ein bisschen warm, dann verteilt sich das auch besser. Ja, und dann wären wir soweit auch hier unten erstmal fertig. Ihr habt gesehen, ganz viel Kleinkram. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal langsam wieder nach oben und kommen zum Fazit und zum Geschmackstest zum Vega RDR von Sirius Mods. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Airflow einstellen. Die Topcap ist am Anfang hier relativ stramm in der Einstellung. Wenn ihr sie Airflow zumacht, ist die auch wirklich zu. Und dann können wir so zwischen strengen MTL einstellen bis hin zu offenem DL, je nachdem welchen Einbausatz wir natürlich da drin haben. Diese Fünfer-Schraube ist noch relativ weit offen. Wenn ihr es richtig restriktiv haben wollt, dann nimmt die mit diesen drei kleinen Löchern. Da seid ihr, glaube ich, da am besten mit unterwegs.
Von der Verarbeitung her. Der Speaker war ja schon recht gut. Der hatte so ein bisschen das Problem mit der Top Cap, dass die relativ streng draufzuschrauben war. Das konnte man nur durch einen anderen O-Ring relativ gut lösen. Hier passt diesmal alles. Es ist nicht so einfach, wenn so viele verschiedene Materialien verwendet werden in der Regel, dass das auch alles passgenau dann hinterher ist, weil man muss verschiedene Maschinen teilweise vielleicht verwenden, und andere Einstellungen, und da ist auf jeden Fall, hier passt alles. Ihr habt ja gesehen, dieser Pick-Isolator passte da sehr gut rein. Aber auch hier dieser innere Top-Cap-Teil, das ist alles sehr genau gefertigt. Wir sind hier also auf jeden Fall im hochwertigen Bereich, was ja auch der Preis so ein bisschen ausmacht. Aber die Ausstattung, die mitkommt, macht das Gerät ja so variabel, dass wir jetzt hier auch nicht irgendwie eine Hardware für MTL und DL missbrauchen, die durch kleine Anpassungen nur geschieht, sondern hier baut man ja wirklich das ganze Gerät um. Die Airflow, die Liquid-Versorgung und so weiter, das ist alles anpassbar. Ihr habt es ja auch gesehen, wenn ich jetzt das als Dripper nutze, dann habe ich ja sogar mehr Platz an den Seiten für Liquid und so weiter. Hier wurde sehr viel nachgedacht und umgesetzt, und von daher ist hier ein Gerät entstanden, was nicht mal eben so schnell auf den Markt geschmissen wurde, sondern was ausgereift ist und was sehr viele Funktionen bietet, und die sind alle sinnvoll. Und man merkt halt, dass der das hier entwickelt hat, Ahnung hat von dem, was er da macht. Wir haben im MTL-Bereich ein sehr geschmackvolles Gerät, was auch denen, glaube ich, ganz zugute kommt, die diesen strengen Zugwiderstand mögen. Wir haben dabei diese schöne Liquid-Versorgung durch die Kanäle, das habe ich so noch nicht gesehen, was wirklich die Airflow jetzt nochmal komplett trennt, auch von der Liquid-Versorgung, und was auch dafür sorgt, dass man das Gerät hinlegen kann, ohne dass hier irgendwie an den Seiten was rauslaufen kann. Sehr schön umgesetzt. Die Einsätze für MTL sind, glaube ich, ausreichend in Verbindung mit der Top-Cap-Airflow-Einstellung, um da komplett im MTL-Bereich für jeden das passende Setting zu finden. Das Wickeldeck ist ein bisschen weit auseinander, aber wir kriegen hier trotzdem einen guten Geschmack raus. Ich habe jetzt eben die 2,5 mm Wicklung reingehauen, habt ihr ja gesehen, und soll ich sagen, sie macht genau das, was sie soll, sie schmeckt. Im DL-Bereich sind wir im restriktiven Bereich, so ein bisschen Richtung offen. Haben auch einen Bombengeschmack. Je nachdem, wie viel Leistung wir drauf ballern, wird das Gerät natürlich ein bisschen wärmer. Dadurch, dass wir aber diese großen Drip-Tips haben, die wir oben drauf setzen können, kriegen wir da nicht so viel von mit. Ja, Ausstattung, die mitkommt, ich glaube, viel mehr kann man nicht machen. Wir haben 5 Drip-Tips, die mitkommen. Wir haben nochmal eine schwarze Top-Cap. Wir haben einen anderen Beauty-Ring, der oben drauf setzbar ist. Wir haben für MTL bis DL halt alle Bestückungen, die man da brauchen kann. Und von daher ein komplettes Set. Als Tröpfler, als Konka, wunderbar umgesetzt. Was soll man noch mehr machen? Also hier gehen wirklich alle Daumen hoch, und wenn dann auch geschmacklich noch sowas bei rauskommt wie jetzt hier, auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für die, die ja sich so einen Tröpfler nochmal leisten wollen, auch in dem Preissegment. Wenn ihr Spaß habt am Puzzeln, am Rumexperimentieren, dann auf jeden Fall ein Gerät, mit dem ihr viel Spaß habt und ja, auch viel Variabilität bekommt, sodass ihr euch da nicht festlegen müsst, will ich jetzt ein DL oder MTL-Gerät haben, sondern ja, und das Ganze dann auch noch optisch anpassen könnt. Gut, das wäre es aber von mir heute zum Vega RDA von Sirius Mods. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann packt sie runter in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch, und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke.